Musik ist so wunderschön. Ja, ich bin schon verträumt, wa? Ich in meiner kleinen Ponywelt. Ich habe gerade überlegt, die Melone zu essen, aber wenn ich das mache, dann halte ich mich für total bescheuert, weil ich dann keine Melonen mehr anbauen kann. Ich weiß gar nicht, was zuerst mal haben wir gerade. Wir haben gerade Pumpkin und Melonen bekommen, ne? Aber Pumpkin kann man nicht essen, deswegen bauen wir erstmal Melonen an, weil es ist ganz schön anstrengend, hier die ganze Zeit im Bergwerk zu schuften. Aua. Du hast mein Fingernagel explodiert oder so. So, dann gucken wir mal. Wasser haben wir 8 Felder. Das hier sind wahrscheinlich mehr als 8. Ich habe echt nicht gezählt. Aber es sind 11 Felder. Ui, heftig. So. Oder 9? 9. 11, nicht 9. So. Um das anzubauen, brauchen wir Melone. Das Sticks Holz. Zuerst mal bauen wir uns eine Wooden Hoe. Holzhacke. Wooden Hoe. Oh, Melonsamen. Hey, wir haben einen Melonsamen. Melonsamen. Also, Melonen wachsen. Warte mal, lass mich mal überlegen. Lass mich mal überlegen. Machen wir mal hier. Tack. Da kommt dann zum Beispiel der Seed drauf. Und nach da. Und da kann der Kürbis wachsen. Von mir aus auch noch da. Und da kommt das Wasser hin. Und dann bin ich cool. Wasser, schnell, 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 Wasser, 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 Wasser. Ich will nicht, dass mein Zieter abschmiert. Gib mir eine Melone. Schneller, schneller. Die Sonne geht unter, oder auf? Ne, unter. So. Was haben wir denn noch mal cooles? Steinspitzhacke, mit der wir jetzt nichts mehr anfangen können. Ein bisschen Holz, ein bisschen Kakteen. Wir haben Sand und Kakteen, wir können uns mal Kakteen züchten. Ja, die Mehrzahl von Kaktus ist Kakteen, nicht Kaktusse. Und ja, ich habe es schon oft genug gehört, dass die Leute Kaktusse sagen. Und dann kriege ich jedes Mal einen Kackreiz. Ich bin eigentlich kein Grammatik-Freak. Oder ein Aussprache-Freak oder ein Deutschkönner, wie auch immer man es nennen will. Aber sowas wie Messers und Gabels und Kaktusse, das geht gar nicht. Oder Dudens. Gibst du mich mal die Dudens? Weißt du? Dann sage ich, was schlabberst du? Hast du überhaupt gelernt? Jetzt habe ich eine super Idee für die Nacht, weil wir eh nichts zu tun haben. Nehmen wir uns mal Holz und Holz und machen uns daraus Holz. Oh, das reicht sogar so. Ne, tut's nicht. Sticks und ein bisschen Holz. Dann machen wir uns mal 2 Holzschwerter. Weil ich Bock habe, ein bisschen zu fighten. Dann nehmen wir uns noch unsere super Geheimwaffe, die Schneebälle, mit. Zack. Und ab geht der Peter. Hey du.
Nino, escúchame. Oh, du siehst ja böse aus. Guck mal. Du bist aber gar nicht böse, du bist ganz niedlich. Ich hab nix, hey Bubble! Ein bisschen Gammelfleisch. Komm mal ran hier. Hey, Creepy! Creepy! Ja, dich. Dich nehmen wir doch gerne. Komm mal ran hier, Augenmäder. So, ich hoffe mal, du schmeißt nicht alles auf den Fußboden. Ja, du auch noch. Oh, ist aber lieb. Bin schon gut. Jetzt habe ich ein bisschen Gammelfleisch und die schießen alle daneben. Ist auch erstmal okay. Gehen wir mal zurück und gucken, was unsere Base macht. Aber ich kann schon gar nicht mehr sprinten. Ich hätte jetzt mal eine Runde Gammelfleisch. Und daran werde ich wahrscheinlich verrecken oder so. Keine Ahnung. Alles gut dir? Los Melone, du schaffst es. Baum. Oh cool, ich blubber. Blubberband. Ich kann echt nichts machen, solange mein Wasser da hinten rumhängt, ne? Ich sehe halt auch einfach mal gar nichts. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich erkunde jetzt. Wir nehmen jetzt mal hier unseren tollen Wasserfahrstuhl. Ah, nein, 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 das tun wir doch nicht. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass der gleich einfriert. Und weil ich das überhaupt nicht haben kann, wenn der gleich einfriert und wir im Nichts landen, packen wir hier eine Fackel hin. Und gehen dann mal eine Runde schwimmen. Wow, 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 fuck. Oh, oh, sind wir tot. Diese, genau das meinte ich. Punktestand 8. Naja. Wir spawnen ja auf unserem Safety Bubble. Und gehen wieder runter. Und wenn mir sowas am Anfang des Let's Plays passiert wäre, dann wäre ich halt schon wieder völlig im Eimer gewesen. Ich wüsste überhaupt nicht, was ich machen soll. Hier ist auch einfach weit und breit nichts zu sehen, außer nichts. Das sollte man vielleicht am Tag machen. Nicht mitten in der Nacht, aber wenn hier irgendwas wäre, würde man das doch sehen. Hier ist ja halt einfach mal nichts. Weit und breit gar nichts. Vielleicht irgendwo über uns. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich hier an Rohstoff kommen soll. Oh, das ist ja auch die Hardcore-Version der Map. Was da oben rumfliegt, sind alles Sterne, ne? Dum dum dum, Baum. Ich warte jetzt noch einmal den Tag ab und gehe eine Runde erkunden. Und dann gehe ich erstmal eine Aufnahmepause machen. Ich habe tierischen Hunger und ich habe nichts zu erzählen und ich glaube, das ist echt schlecht auf so einer Map. Ich weiß auch nicht, was ich erzählen soll, ja? Von mir privat gibt's nichts. Ich habe die ganze Zeit viel zu viel um die Ohren und wenn ich mal Zeit habe, dann zocke ich eine Runde. Im Moment halt sehr viel Battlefield 3 oder auch Silk Road. Wisst ihr noch, wo ich das Video gemacht habe, wo ich als kleiner Lowy da rumrenne und irgendwelche Viecher unboxe und mich über die Sounds freue. Da bin ich mittlerweile nicht mehr ganz so Lowy, hab ich jetzt schon 101. Und ja, es bringt mittlerweile richtig, richtig Bock, wenn man ein bisschen höher ist. Und da geht halt eine Menge Zeit rein. Und ansonsten, wenn ich das nicht zocke oder kein Battlefield und auch kein Minecraft, dann zocke ich nebenbei noch ein bisschen LOL.
Du hast ohne Ende die ganze Zeit. Du hast. Small Melone, los. Es geht doch so, oder nicht? Oder wo spawnt die Melone? Rechts, links, gerade? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe mal, das funktioniert. Sonst kann ich das ja nochmal umbauen. Einfach aus. Nee, was passiert, wenn ich das abbaue? Ich riskiere es lieber nicht. Ich lasse die erstmal noch wachsen. Weil nicht, dass es dann auf einmal weg ist. Und wir keine Melonensamen mehr haben. So, nehmen wir uns nochmal unsere Holzschwert hier. Gehen wir nochmal rüber da. Ein paar Monster hauen. Die nicht spawnen, weil sie keine Lust auf uns haben. Und zu sehr auf den Sack gekriegt. Oh, ist das schön hier. Einfach mal eine Runde gar nichts. Jetzt wird es langsam hell. Wir sollten nun also eventuell irgendwas sehen. Sehen, wenn hier wirklich irgendwas in der Nähe sein sollte. Ich habe leider das Gefühl, dass hier nichts ist. Jetzt gerade nicht sehen und ich tierischen Hunger habe, mache ich erst meine Aufnahmepause und tschüss, bis zum nächsten Mal.